So, wir sind hier jetzt beim Tischtennis angekommen. Bei mir ist der Jugendwart des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Rainer Marquardt. Wir sind jetzt hier in der Tischtennishalle in Schwerin am ehemaligen Schliemann-Gymnasium. Und ich würde jetzt gerne wissen, erstmal, was passiert hier jetzt? Ja, hier haben sich die 12 besten Jugendlichen und Kinder qualifiziert zum Finale der Landesjugendsportspiele. Das ging streng nach Qualifikation, so dass Platz 1 bis 12, wie gesagt, das Finale hier bestreitet. Es wird in zwei Gruppen gespielt, so dass das als schöner Höhepunkt dieser erfolgreichen Saison zu werten ist. Wenn wir jetzt beim Tischtennis, man steht an einem Tisch, Platte, das hört sich nicht wirklich nach Sport an. Was zeichnet Tischtennis aus? Ja, Tischtennis ist die schnellste Sportart der Welt, eigentlich offiziell. Und es ist viel Reaktion, viel Kondition erforderlich, wie bei allen anderen oder bei fast allen anderen Sportarten auch. Das wird von vielen unterschätzt, das wissen wir. Aber wir untereinander schätzen uns und hoffen, dass das auch in Zukunft mehr Anerkennung finden könnte. Was muss man da mitbringen, wenn man sagt, man möchte jetzt erfolgreich Tischtennis spielen? Was muss man da mitbringen? Ja, mitbringen muss man, neben dem Engagement, muss man natürlich auch viel Koordination haben, gute Motorik, die sich natürlich auch erlernen lässt, aber diese Voraussetzungen sind am meisten erforderlich, glaube ich. Wie kann man den Kindern, die jetzt nicht hier schon spielen, Lust aufs Tischtennisspiel machen? Was ist das Tolle am Tischtennisspiel? Ja, das Tolle am Tischtennisspielen ist meiner Meinung nach, dass das eigentlich jeder machen kann, ein bisschen zumindest, ob zu klein oder zu groß oder zu schwer oder zu leicht. Das ist allen möglich, zumindest ein bisschen Tischtennis für sich abzurufen. Und jeden gibt es die Möglichkeit, das etwas intensiver zu betreiben, ohne auch wenn man die körperlichen Voraussetzungen nicht so sehr gegeben sind. Im Breitensport zumindest. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt ein paar tolle Spiele hier im Hintergrund gesehen, wenn ich jetzt Lust bekomme auf das Tischtennis spielen, wo wende ich mich hin? Ja, da kann man sich an die örtlichen oder an die Landkreise, Kreissportbünde wenden, um dort herauszufinden, welcher Verein dort in der Region Sport betreibt. In Schwerin, beim VfL Schwerin vorwiegend, Parchim, Aufbau Parchim und so ist das in jeder Region, Termin, Stralsund, überall gibt es da Vereine, bei denen man sich da melden kann und auch die Stützpunkte, die vom Landesfachverband ins Leben gerufen wurden, die sind immer gerne bereit, auch neue Kinder und Talente aus den umliegenden Regionen aufzunehmen. Ja, dann bedanke ich mich und wir haben noch ein wenig Spaß jetzt beim Tischtennis, bevor es dann zur nächsten Wettkampfstätte weitergeht.